Jo, was geht? Neues Video. Heute haben wir einiges vor. Wir gehen zum ersten Mal für dieses Jahr ins Freibad. Ihr denkt euch ins Freibad, aber es liegt doch noch Schnee. Wir haben da was klären können. Wir dürfen in ein Freibad, das jetzt nicht mehr so in Betrieb ist, so wie ich das mitbekommen habe. Aber mehr dazu später. Wir zeigen euch jetzt noch was anderes. Und zwar wollte ich euch noch die Skisprungschanze zeigen. Sehr, sehr krasse Schanze. Wir waren schon vor einer Woche hier. Und wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, sind wir auch die Skisprungschanze runtergefahren. Diesmal nicht mit dem Paddleboard, nicht mit dem Reifen. Was haben wir gemacht? Wir haben den Airtrack geholt, aufgepumpt, hochgetragen. Oh ja, sind runtergefahren. Wir dachten, das ist eine super Idee. Ja, hat sich nicht so als super herausgestellt. War ziemlich krank. Einer ist sogar leicht verletzt davon gekommen. Aber alles in allem hat schon gepasst. Da zeigen wir euch hier mal die paar Clips davon. Alter! Alter! What the fuck? War auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Fahrt. Kann ich euch nicht empfehlen, bin nicht zu Hause nachmachen. Kai, du warst da nicht so lange drauf. Wie war es für dich? Ich war innerhalb von 3 Metern wieder unten, weil ich versucht habe zu lenken. Hat nicht ganz funktioniert. Bin ein bisschen verkantet und war direkt wieder unten. Auch mich hat es dann mitten auf dem Weg mal runtergehauen. War ein bisschen unangenehm, ein bisschen viel Schnee im Gesicht gehabt. What the fuck? Je nachdem, wie der Tag so läuft, werden wir eventuell die kleinere Schanze der beiden noch mit dem Paddleboard runterfahren. Und jetzt geht's auf jeden Fall erstmal ins Schwimmbad. Wir haben es zum Schwimmbad geschafft. Schöner 5-Meter-Turm, 1er, 3er, alles da. Wir haben auch 2 Mini-Tramps mitgenommen. Du bist aber stark, Hannes. Das heißt, es gibt eine kleine Mini-Tramp-Session vom Beckenrand und vom 5er. Falls ihr euch fragt, warum der Typ keine Hose anhat, hat einen Grund. Heute stelle ich euch eine neue Hose vor. Tada! Das soll zukünftig die Merch-Hose werden. Die ist jetzt gerade noch so in der Probephase. Das heißt, ich teste die heute, mache ein paar Arschbomben vom 5er, schau, wie belastbar sie ist. Generell werden die Längen und alles noch ein bisschen angepasst. Ich hoffe, dass sie bis Sommer fertig wird, dass man im Sommer vielleicht schon bald mit der Hose ins Schwimmbad gehen kann. Ich habe mich abgekühlt. Ich würde sagen, ich fange mit einer entspannten Arschbombe an, der klassischen, mit einem Cannonball. Und Kai, wie sieht's aus? Gut. Arschbombe, gar kein Problem. Jetzt schauen wir mal, ob die Vorderseite auch was aushält. Jetzt gibt's eine Katze. Danke. Auch die Vorderseite, alles unbeschadet, überstanden. Jetzt wollen wir noch wissen, wie dehnbar die Hose ist. Das heißt, ich mache ein offenes Brett, um hier die Hose so ein bisschen zu stretchen. Ja, auch hier schaut's gut aus. Alles heile, außer meine Eier. Wie gesagt, ist noch in der Testphase, wird noch ein bisschen experimentiert damit. Schreibt mir gerne eure Meinung zur Hose in die Kommentare. Ehrliche Meinung natürlich. Generell farbliches Design, Design an und für sich selbst. Guck mal hier, cooles Logo. Cool, oder? Lasst einfach ein bisschen Feedback da und ich würde sagen, wir machen weiter Mini-Tramp vom Beckenrand. Hannes, Timmy, motiviert, Tramp-Session, wie sieht's aus? Auf jeden Fall, ja. Für den Anfang werde ich mal einen Rudi machen, baut halt einen Schrauben. Das erste Mal so ein bisschen probiert, Rudi-mäßig. Echt gut, voll geil. Ich werde jetzt auch mal einen Rudi probieren. Schöner Sprung von Hannes. Ich versuche einen Randy vorwärts 2,5 Schrauben. Da hat ein bisschen viel Schraube gefehlt, den machen wir gleich nochmal. Ja, das war nicht so gut. Ich glaube, das lasse ich jetzt auch lieber. Natürlich auch mein Fuß jetzt ein bisschen weh von dem Twist. Vielleicht kriegt es der Hannes hin. Der war ja super. Ja. Bisschen auf Rücken. Twist auch nicht so gut hin, deswegen probiere ich jetzt einfach mal einen Suki. Keine Ahnung, woran es liegt. Hey, you, wir wollen halt die Lehnen! Jetzt gibt es eine extreme Spielplatz-Session, let's go. Parcours. Parkour. Naja, doch nicht. Alter, oha, was? Parkour. Ja.
Aua. Tramp ist auf dem Fünfer platziert und montiert. Ich weiß nicht, was für Tricks wir machen werden, ob es was Krasses gibt. Ich muss sagen, ich fühle mich heute extrem unbeweglich, schwer und langsam. Erster Sprung gut absolviert. Obwohl der Anlauf relativ kurz ist, bin ich doch ganz gut rausgekommen. Doppelsalto 1,5 Schrauben ist auf jeden Fall noch drin. Vielleicht auch mit 2,5. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen kurz, ein bisschen schneller drehen, dann soll er gut gehen. Ich habe Full Half gemacht, doppel 1,5 Schrauben, kein Problem gewesen. Jetzt versuche ich es in einer anderen Konstellation, mache den Rudi harter, heißt 1,5 Schrauben im ersten und dann den Rückwärtssalto. Ganz schön knapp geworden. Irgendwie dachte ich, ich habe mehr Zeit. Jetzt gibt es noch eine Konstellation, ich mache den Rudi out, heißt die 1,5 Schrauben im zweiten Salto diesmal. Der Fliff ist Rudi auch wieder extrem knapp geworden. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe Angst vor dem nächsten Sprung. Doppelsalto 2,5 Schrauben. Einer im ersten, 1,5 im zweiten. Voll Rudi. Hoffentlich nicht auf Bauch jetzt noch. Sprung war einigermaßen rum. Allerdings bin ich ein bisschen zu kurz gekommen. Das heißt, mein Knie tut jetzt ein bisschen weh. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch raus bei der Session vom Fünfer jetzt. Wir schauen mal, was die Jungs noch so springen. Der erste Rudi-Haarer ging ja ein bisschen drunter. Probieren nochmal. Der Rudi-Haarer war doch deutlich besser. So kann man den lassen. Session hier ist beendet. Das war mega witzig. Es ist alles gut ausgegangen. Deswegen werden wir noch zur Skischanze schauen. Aber bis wir dort sind, zeige ich euch noch ein paar Clips vom Alpsee. Wir waren vor 3-4 Wochen dort. Ich würde sagen, schauen da mal kurz rein. War sehr erfrischend, würde ich sagen. Hannes mit dem Triple Back. Sehr schmerzhaft. Jetzt ist es soweit, wir widmen uns dem Rope Swing. Den haben bisher, glaube ich, nur Hannes und Markus gemacht. Du opferst dich, machst den ersten heute. Er ist ein bisschen sketchy. Du hast hier diese Grasplattform, wo du drüber schwingen musst. Du musst ein bisschen dich hochziehen, dass du überhaupt drüber kommst. Danach möglichst weit draußen loslassen. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Zeig uns mal, wie es geht. Oh, schön. Hier war so ein kleiner Punkt, wo er ganz, ganz knapp nur drüber gekommen ist, aber alles in allem sah es sehr, sehr gut aus. Ging gut runter, ich bin gut reinkommen. Was hast du dir für einen zweiten vorgenommen? Ich denke, jetzt probieren wir einen Double. Markus hat es gut vorgemacht, ich versuche das jetzt genauso. Ich starte auch mit dem Single und von relativ weit unten. Meine Angst ist einfach, dass ich genau da hängen bleibe. Deswegen versuche ich das halt einfach ein bisschen weiter aufzuwickeln und hoffe, dass alles gut wird. Ja, also jetzt nochmal umso mehr Respekt an Markus. Ich finde die Rope Swing absolut bescheuert. Ich habe Todesangst, dass ich wegrutsche. War auf jeden Fall eine sehr nice Session am Alpsee. Sehr cooler Spot, werden wir definitiv noch öfter hinkommen. Wie ihr seht, Paddleboard ist am Start. Die Jungs sind ready, motiviert. Die Motivation hält sich in Grenzen, weil es ja doch ein bisschen sketchy ist, aber wir machen das Beste draus. Okay, 3, 2, 1. Er hat erstaunlich gut funktioniert. Deutlich harmloser als die große beim letzten Mal. Also das war ja außerirdisch, was wir da abgeliefert haben. Wir sind am überlegen, ob wir es jetzt mit dem Paddleboard von der großen machen, aber es ist halt sehr, sehr gefährlich. Wir haben einen riesigen grünen Streifen, wo kein Schnee mehr ist. Wenn es einen da zerlegt, dann wird es schmerzhaft. Bendet. Easy.
Wir haben Timmy vorgeschickt, dass er diesen grünen Bereich abcheckt. Hat gut geklappt. Bei uns war es auch ohne Probleme. Wir sind viel sicherer gefahren als auf dem Airtrack, würde ich sagen. Ich glaube, uns kommt auch zugute, dass wir nur zu zweit fahren. Heißt weniger Gewicht, vielleicht ein bisschen langsamer aktuell noch. Aber wir gehen noch mal ein bisschen höher und hoffen, dass auch da noch alles gut geht. Auch hier wieder absolut krass gewesen. Wir waren sehr, sehr schnell. Finde ich schon bequemer als der Airtrack. Viel. Diesmal auch nicht runtergefallen. Alles gut gegangen. Mit den zwei erfolgreichen Paddleboard-Fahrten belassen wir es dann auch wieder. Wir wollen ja unser Glück nicht herausfordern. Hat definitiv Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen hoch da. Schreibt das in die Kommentare. Abonniert, falls ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.